mega Geschichte natürlich, dass eben da so viele Leute, ja, von Familie bis Vereinskollegen, vertretende Leute von Sponsoren da sind und sich mit mir mitfreien und mit empfangen und ja, mega Geschichte einfach. Man investiert so viel Zeit, man trainiert so viel und stellt sich eben das auch so vor. Also es war definitiv mein insgeheimer Plan, quasi, dass ich da eben die 7 Medaillen mache und dann geht es zum einen geht das so auf und ja, wenn du dann da alleine wärst und kriegst die Medaillen und kein, ist auch schön, ja, ist okay, ja, ist auch erfolgreich, aber wenn du das dann mit den Leuten teilen kannst und sie die da mitfreien und mitfeiern, dann wird es erst richtig schön. Siegerehrung, ganz klar, auf der Brücke. Zieleinlauf ist mit Sicherheit auch ganz was Spezielles. Start ist halt auch noch, weil das einfach der Moment ist, wo halt einfach die Nervosität halt noch dabei ist. In Tokio waren halt einfach die ersten Spiele. Da habe ich nicht so wirklich gewusst, was kommt da auf mich zu überhaupt, was bedeutet überhaupt so mit ein, wenn man hat. Natürlich voll schön und unvergesslich, weil eben erste Spiele, erste Medaillen. Der große Unterschied ist halt einfach, jetzt habe ich genau gewusst, was heißt das, was kommt da auf mich zu. Und habe eben auch schon vermuten können, was bedeutet es, also welchen Aufwand bedeutet es, um eben Silber oder eine Medaille zu machen. Und von dem her war das einfach viel geplanter, mit Sicherheit mit einem viel einen höheren Druck, dem was ich mir selber gemacht habe. Und ja, von dem her halt auch voll schön, aber halt anders der schön. Ja.